Die Erfindung der Druckmaschine ist ähnlich tiefgreifend und intensiv und faszinierend wie die Erfindung des Internets oder die Erfindung des Automobils. Und insofern galt es also bei einem 200-jährigen Jubiläum, diese Kernleistung und dann halt natürlich auch den Reichtum, der aus so einer Kerninnovation entstanden ist, entsprechend zu inszenieren. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung der Frage, wie begehen wir eigentlich unser Jubiläum, hat man sich Gedanken über Vergangenheit und Gegenwart des Unternehmens gemacht. Eine Maßnahme davon war, sich das gesamte Corporate Design und die Corporate Identity anzugucken. Eine Entscheidung wiederum da war dann, das Kürzel KBA wegfallen zu lassen und wieder zurück zu den Gründernamen zu kommen. König und Bauer. Und im ersten Buch erzählen wir von Menschen. Also das erste Buch widmet sich am offensichtlichsten der eigentlichen Geschichte des Unternehmens. Wir fokussieren aber immer auf die Menschen und wie sie das Unternehmen geprägt haben. Maschinen bedeutet, dass wir die Geschichte des Druckens erzählen anhand von Maschinen von König und Bauer. Hier sehen wir also die Londoner Times von 29. November 1814. Die wurde dann damals auf der ersten König und Bauer Maschine gedruckt. Dann Ideen. Geschichten von der Zukunft. Wir gehen also in die verschiedenste Branchen rein und erzählen dort von neuesten Technologien, die alle mit Drucken zu tun haben, mit Druckmaschinen zu tun haben und dann im Resultat dann natürlich auch immer mit Druckmaschinen von König und Bauer. Absolut faszinierend.